So Leute, was geht ab? Willkommen wieder zu einem weiteren kurzen Video vom Varofier News. Ja, ich habe leider wenig Zeit, deswegen wird heute Morgen mal eine etwas kürzere Folge vom Varofier News kommen. Aber ich wollte mal heute mal wieder ein paar Fragen beantworten, die ihr mir gestellt habt. Und dann kommt die erste Frage, ist von Enchanting TV, Hashtag Varofier. Varofier News. Kevin, glaubst du, es wird in Varofier eine neue Regel bezüglich den World Borders geben? Und dann sagt der Kampf BHD, hoffe ich. Ja, ich gehe auch sehr stark davon aus, dass eine neue Regel in Varofier sein wird, dass er zum Beispiel in die Mitte tippelt wird oder so, denn ich fand es mega scheiße, dass ja in Varo 3 das ja so war, dass du halt hinter dem Border warst, dann bekommst du ja Damage von dem Border. Und wegen der Schutzzeit hat sich schon dein Schaden aufgeladen, weil du ja, wenn du hinter dem Border bist, jede Sekunde mehr Schaden bekommst. Und dann war es halt so, dass Gomme und Gomme, Sturmwaffel, dann halt alle gestorben sind und Veni und Bassiergi, also die Zickzack-Leute, sind einfach gestorben. Und ich würde es einfach so feiern, wenn es wie bei Bad Lion wäre, dass du einfach in den Spawn rein, also dass du halt genau zum Border, wenn du hinter dem Border bist, teleportiert wirst. Es würde halt sehr viel leichter machen. Und ja, also glaube ich davon, also ich gehe sehr stark davon aus, dass sie halt etwas ändern werden, weil das ist einfach eine Sache gewesen, die scheiße war wegen dem normalen Cooldown, wegen diesen 30 Sekunden Schutzzeit, da ist schon automatisch aufgeladen, also es war schon mega, mega scheiße. Und dann haben wir noch eine Frage von Q-Anders. Er sagt, wird es in Varofier einem Texture-Pack geben? Ja, ich gehe sehr stark davon aus, dass wieder das Fangful Texture-Pack am Start sein wird, denn ich glaube, Swags ist kein PvP-Texture-Pack für die meisten Leute und ich glaube, es wird wieder einfach so sein, dass du das Fangful Texture-Pack benutzen darfst und dafür die Guy und die Schwerter animieren darfst, also ein bisschen ändern das. Dann kommen wir auch zur letzten Frage und die ist von Elias Aurel Kosubak. Wie viele Spieler werden ungefähr in Varofier dabei sein? Ja, ich kann euch ganz grob sagen, dass es glaube ich wieder um die 62 bis 64 bis 66 Leute dabei werden, weil es waren mindestens 60 glaube ich immer. Ich glaube Varo 1 waren es ein bisschen weniger, aber ich glaube in Varo 2 und Varo 3 waren es über 62 Teams glaube ich. Also ist richtig krass. Also insgesamt, also sehr voll wird alles sein. Also Leute, ich hoffe, es hat mit der kurzen Episode von Minecraft Varofier News. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Gebt mir ein Abo für weitere Videos von mir. Also ich hoffe, es hat bewerten, kommt nicht vergessen. Ich bin raus und ciao.